بسم الله الرحمن الرحيم. Das größte Sport-Fußball-Event steht vor der Tür. Champions League-Finale. Liverpool ist im Finale. Es war eine harte Arbeit bis dahin. Erst im Achtelfinale haben die Bayern geschlagen, dann im Halbfinale, wo jeder schon gedacht hat, es ist vorbei. Im Hinspiel 3-0 verloren, in Nou Camp. Dann aber das Rückspiel, wo keiner daran gedacht hat, haben sie es geschafft. Durch harte Arbeit. Ein 4-0-Sieg gegen Barcelona. Die beste Mannschaft auf der Welt. Jetzt wollen die aber auch noch diesen Cup, diesen Pott wollen sie haben. Die wollen feiern. Es war eine harte Arbeit bis dahin. Aber die haben es geschafft. Wenn sie feiern, ist das ihr gutes Recht. Die haben ja ein Jahr lang darauf hingearbeitet. Jetzt kommen wir zu uns. Haben wir auch wirklich schon Ramadan hart gearbeitet dafür? Haben wir gefastet einen Monat lang? Haben wir das wirklich gemacht? Haben wir uns geopfert, um zu feiern? Wie Liverpool jetzt zum Beispiel. Musst du ja auch was gemacht haben. Was hast du davon, wenn du Eid feierst? Für was feierst du? Du hast ja gar nichts dafür gemacht. Was willst du jetzt feiern? Stell dir vor, Liverpool gewinnt und Barcelona feiert, ob die gewonnen haben. Ergibt doch gar keinen Sinn. Und genauso ist es auch mit dir. Wenn du nicht gefastet hast, einen Monat lang, was willst du denn jetzt feiern? Aber ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Es sind noch 3 bis 4 Tage bis zum Fest. Jetzt kannst du nochmal versuchen, weil es ist kein Spiel. Allah gibt dir jetzt immer die Möglichkeit. Versuch dir viel letzten Tage, wenn du nicht gefastet hast zumindest, es wieder rauszuholen, damit du feiern kannst mit deiner Familie. Und dass du den Platten mal wenden kannst, tu jetzt nochmal fasten. Auch wenn du in der Arbeit 3 Schicht arbeiten tust. Es ist einfach so. Sag nicht im Koran, der arbeitet, muss nicht fasten. Nein. Leider, wir haben geguckt im Koran und haben für dich keine Möglichkeit gefunden. Tut uns wirklich leid. Es gibt nichts. Nur für den Reisenden und für den Kranken. Für den Arbeiten gibt es nicht. Der Arbeiten muss auch fasten. Jetzt hast du aber die Möglichkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass du, wenn du Fasten tust, freiwillig 70 Jahre lang vom Höllenfeuer entfernt bist. Und jetzt überleg mal, was die Belohnung ist. Das ist ja Pflicht, ist ja unbegrenzt. Kannst ja ausrechnen, was das macht. Was macht denn das im Jahr? 70 Jahre, wenn du einen Tag nur fastest, rechne mal aus. 70 mal 365. Genau, die Zahl ist das. Jetzt hast du die Möglichkeit, nur mal deinen Schöpfer darum zu bitten, dass er dir vergibt, dass du die Tage nicht gefastet hast. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, so weit vom Höllenfeuer dich zu entfernen. Allah ist barmherzig. Wenn du jetzt feiern willst im Eid, dann tu was noch dafür und geh nicht einfach dahin. Es wird doch schwachsinnig, wenn jetzt Barcelona feiern tut mit Liverpool. Das ergibt doch keinen Sinn. Was willst du dann feiern jetzt? Es ist nicht meine Pflicht zu sagen, du darfst nicht feiern. Nein. Aber du musst ja mitfühlen. Du musst ja sagen, jawohl, ich habe was gemacht. Ich habe diesen Pott in der Hand. Versuch es jetzt noch die letzten Tage. Glaub an die Barmherzigkeit. Und für dich habe ich noch was zuletzt. Und zwar diese Person. Genau der hier. Hat angekündigt, dass er im Finale fasten wird. Na, überleg mal. Sein Trainer, der Klopp, vor dem ich sehr großen Respekt habe, sagt, jeder kann machen, was er will. Das ist seine Religion. Ich kann mich da gar nicht einmischen. Wenn er fasten will, fastet er. Und dann gibt es wieder eine andere Seite, die sich Muslime nennen und sagen, seit ich Trainer bin, hat noch keiner bei mir gefastet und darf nicht fasten und sagt, wie fasten für die und macht dich über die Religion von Allah lustig. Denkst du, diese Person hat jetzt was zu feiern? Wo sind wir bloß gelandet? Jetzt greif zu, die letzten Tage, hol noch alles raus und dann feier, ess dein Baklava mit deiner Familie, wie du kannst. Nimm deine teuerste Anzüge, zieh an. Es ist ein gutes Recht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.